Es gab noch niemals so einen Fall bei Judge Dizzy. Das wird ein 14-Tage-Bann und eine SR-Reset. Ich bin heute der Bob Ross aus dem Gerichtssaal. Machen Sie die Augen zu. Haben Sie die Augen zu, habe ich gefragt. Ich möchte Ihnen ein Bild malen. Folgendes spielt sich ab. Stellen Sie sich vor, ein Rudel Kängurus. Ein Rudel Kängurus. Ganz viele Zuckerstangen, Haribos und jegliche andere Süßigkeiten, Nahrungsmittel im Bauch hüpfen über den Berg. Dieser Berg trägt folgenden Namen. Mount Panorama. Auch Bratwurst genannt in den deutschen Kreisen. Sie peitschen nun mit ihrem Fahrzeug die Strecke entlang. Sie befinden sich relativ mittig. Sie fahren auf den Berg zu. Ihr Exit in der ersten Kurve geht so. Und währenddessen ich Ihnen dieses romantische Bild gemalt habe, können Sie sich Folgendes dazu ansehen. Bewegte Bilder. Es ist ein absoluter Klassiker. Ein absoluter Klassiker. Herr Kuchenpirat, das richtige Berg ruft. Ein Klassiker. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen. Ich frage mal in den Saal rein. Wer von Ihnen da draußen, wer von Ihnen hat denn schon mal an dieser Stelle so ein Tauchmanöver gestartet? Ist das Moving Under Braking? Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise ist das Moving Under Braking. Seien Sie ruhig ehrlich. Wer von Ihnen ist da schon mal getaucht? Gucken wir uns das nochmal von außen an. Also Bremspunkt ist jetzt hier. Wir sehen, wo der andere bremst, ja? Er ist nicht, und ich wiederhole, er ist nicht daneben. Moving Under Braking fällt raus, weil er nicht auf den Rückmann reagiert hat, sondern ganz normal die Linie gefahren ist. Der andere McLaren hat natürlich auf allerletzten Furz die Bremse gezogen. Und ich würde mal ganz ehrlich sagen, das ist schon so ein leichtes Tauchmanöver. Also da wäre nicht mal ansatzweise irgendwo Platz gewesen. So. Aber, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ja heute versprochen, das wird ein absolutes Potpourri an Fällen. Speichern Sie sich das mal, was Sie gerade gesehen haben, speichern Sie sich das mal ab. Es ist übrigens Causing a Collision, ist nicht in Runde 1, also ist eine dezente, dezenter Schlag im Nacken, ein bisschen gestreichelt. Ne? Aber speichern Sie sich das bitte mal ab. Die Bilder, die Sie gerade gesehen haben, dieser etwas übermotivierte Tauchversuch, dieses wunderschönen Mac. Larenz. Das ist eine 06, ist alles richtig und wird abgeschossen, der Flummi. So, merken Sie sich das. Behalten Sie das bitte im Hinterkopf. Behalten Sie das im Hinterkopf. Wir gehen in den nächsten Fall. Stellen Sie sich Folgendes vor. Ich male Ihnen ein Bild. Arschdunkel. Dunkler als Ihr Arschloch selber. Dunkler als sich nachts auf die Toilette zu setzen und einen abzuseilen ohne Licht. Noch viel dunkler. Bisschen grün hier, bisschen gelb da. Ihr Puls ungefähr 130. 135, es geht bald los. Es röhrt so langsam. Sie hören über den Berg wunderschöne Motorgeräusche. Sehr viele Fahrzeuge auf einem Fleck. Und wir setzen ein zu folgender Tat, die sich abspielte in der Nacht. Jetzt suchen Sie sich das Datum einfach raus. Es war auf jeden Fall im August noch. Folgendes hat sich abgespielt. Haben Sie sich gedacht, ne? Das rückwärts geht und wir in der Zeit reisen? Am Arsch dran. Vorwärts. Can I get in? Oh, ja. Oh, das wird wirklich sehr schön jetzt. Das wird wirklich sehr schön. Sind Sie schon bereit? Sind Sie überhaupt bereit dafür? Ich sehe den Gerichtssaal explodieren, weil... Jetzt, meine Damen und Herren, werden Sie das erste Mal in Ihrem Leben einen richtigen, aber wirklich absolut richtigen Tauchversuch sehen. Und das, sage ich Ihnen, haben Sie noch niemals gesehen. Habe ich Ihnen zu viel versprochen?
Meine Damen und Herren, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Haben Sie auch gedacht, er kommt vorne wieder raus? Am Berg? Ist durchgetaucht? Hm? So. Und jetzt? Pass auf, jetzt kommt ja erst der ganze Kracher an der ganzen Sache. Jetzt kommt der Kracher an der ganzen Sache. Ich sehe ja schon den einen oder anderen schreien, hängt ihn! 3 Tage! Oder? Hm? Fackeln und Mistgabeln. Vodafone bekommt 3 Tage oder Holzmodem. Sind das gleich mehrere Täter? Nee. Wisst ihr was? Für Internet Connection kann man nichts. Und sobald das nicht mehrere Male aufgetaucht ist, gibt es beim ersten Mal eine Warning. Weil es scheinbar ein Internetproblem war. Und an dieser Stelle gibt es einmal ein Du-Du-Du. Das sind keine 3 Tage. Keine Empörung, nichts zu lesen im Gerichtssaal. Okay, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt mit vielen gerechnet, aber damit nicht. Das ist eine Warning. Keine 3 Tage. Wenn das mehrmals vorkommen sollte, sage ich extra dazu, wenn es mehrmals vorkommen sollte, dass dir sowas passiert, dann kriegst du einen auf den Deckel. Also dann kriegst du wirklich einen hinten in den Nacken rein. Aber meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch wirklich 2 richtige Schmankerle für Sie. Erstmal, können Sie sich nochmal an das folgende Bild, was ich Ihnen mit den Kängurus gemalt habe, erinnern? Können Sie sich an diesen Fall erinnern? Haben Sie das noch im Kopf? Als das schwarze U-Boot versuchte reinzutauchen, direkt unten am Berg. Können Sie sich daran erinnern? Diesen Fall, wo wir das alle schon mal probiert haben, da reinzugehen. Wissen Sie was? Ich möchte da jetzt ehrlich gesagt nicht so viel vorwegnehmen. Aber erinnern Sie sich bitte an das Bild. Und dann sage ich Ihnen, das geht auch andersrum. Und jetzt denken Sie sich, hä? Wie geht das denn andersrum? Und ab diesem Punkt gehen wir rein. Hier, folgendes spielt sich ab mit der Bandicam. Man kann auch von außen nach innen diven. Das geht auch. Da wurde nämlich ganz schön die Tür zugezogen. Das ist aber moving under breaking, oder? Auch das ist immer noch nicht moving under breaking, nein. So, also dieses Schmankerle hatten wir nochmal als Gegenpart. Und genau deswegen ist das die wahrscheinlich schönste Folge, die es gibt, weil hier passt einfach alles zusammen. Wirklich alles passt hier zusammen. Es ist übrigens no further action, meine Damen und Herren. Es ist no further action. Wissen Sie auch warum? Weil der Audi den Porsche reportet hat. Der Audi hat den Porsche reportet. Ich lasse das nochmal einmal kurz laufen, damit das für Sie nochmal wirkt, ja? Also der Audi ist komplett am Tauchen, ne? Also der geht wirklich auf Deep Sea Fishing und hat den Porsche reportet. It's no further action, by the way. Die Antwort darauf war übrigens auch sehr schön, fand ich Weltklasse. I am not guilty. So, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen das jetzt wirklich, an der Stelle muss ich Ihnen das wirklich so anpreisen, wie ich das jetzt tue. Sie werden wirklich jetzt den wahrscheinlich abgefahrensten Fall in der Historie von Judge Dizzy sehen. Es gab noch niemals, und das meine ich wirklich ernst und betone das auch so, es gab noch niemals so einen Fall bei Judge Dizzy. Wenn Sie denken, dass Sie Massencrashes gesehen haben und das wäre für Sie krass gewesen, oder Sie haben bei irgendeinem x-beliebigen Dulli-Influencer gesehen, wie er on-stream sagte, ich schieb dich jetzt raus, und hat jemand rausgeschoben und hat 38 Tage Pause gekriegt und Sie dachten, das wäre krass gewesen. Dann haben Sie diesen Fall noch nicht gesehen. Dann haben Sie diesen Fall noch nicht gesehen, den ich Ihnen jetzt zeigen werde. Ich male Ihnen folgendes Bild. Es ist dunkel. Sehr, sehr feucht. Wir sind nicht auf der Toilette. Wir sind in Watkins Glen. Wir sind definitiv nicht, und ich wiederhole, nicht bei den Rotplaketten unterwegs. Wir haben ein einzelnes Auto, was gerade aus Turn 1 rausgepfiffen ist. Super rausbeschleunigt, TC5, alles regelt. Um die Traktion raufzukriegen. Und wir gehen in das kleine Spa rein. Sie kennen's. Rechts rein, hoch, links rum und folgende Bilder
spielten sich da ab. Und denken Sie daran, das haben Sie in Ihrer Lebzeit bei Judge Dizzy noch niemals gesehen. Unkommentiert möchte ich dieses Videomaterial für Sie jetzt laufen lassen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren da den Berg hoch, Sie sehen nichts, Sie ahnen nichts, wird ja alles gut gehen und auf einmal kommen zwei Lichter Ihnen entgegen. Zack! Und nein, wir sind nicht in der Public Lobby unterwegs. Nein, das ist LFM. Und wissen Sie was? Das ist nicht mal rote Plakette. Das ist nicht mal rote Plakette. Da sind Menschen, die schon ein bisschen Rating besitzen. Kann ja keiner erstmal was dafür. Muss man ja sagen. Kann ja hier keiner was... Wirklich. Nicht seine Schuld. Hat alles versucht. Steckt drinne. Kann alles passieren. Auto absolut Kernschrott. Komplett im Dunst. Aber ich glaube, Schädeltrauma ist vorhanden. Schädeltrauma ist vorhanden. Auto lenkt nicht mehr. Will nicht mehr. Aber ich fahre trotzdem los. Ich glaube wirklich, ist ein bisschen, Also ich weiß auch nicht, warum man danach in die Box geht und nicht vorher. Ich nehme an, ich nehme mal ganz stark an, dass beteiligte Person, die das eventuell getan hat, anwesend ist. Kann das sein? Habe ich mir gedacht. Herr Bletten fällt raus, der ist schon wahnsinnig. Also das, was man immer bei Herrn Janske sieht, denkt man sich schon, der hat richtig einen Arsch offen. Und da denkt man sich auch, fragt man sich manchmal wirklich, was suchst du eigentlich in der ACC? Willst du hier rennfahren oder ist das eine Clowns-Veranstaltung für dich? Aber dann lacht man darüber und denkt man sich, cool, nice meme, Bro. Aber dann guckt man sich das hier an, wirklich das. Und dann denkt man sich so, im ersten Moment kommt das eventuell bei Janske rein. Könnte das ja Bletten gewesen sein? Denkt man sich wirklich. Das Auto würde auch passen. Schwarz. Es ist schwarz. Es ist ein McLaren. Aber er war es nicht. Ich möchte hier übrigens nochmal ganz kurz für Sie festhalten. Das, was hier gerade passiert, ist Split 1. Lass ich kurz laufen. Ich möchte jetzt ganz kurz einen Hinweis geben, bevor ich das wegmache. Wir legen mal ganz kurz, wir haben gelacht alle, ne? Sie wissen ja, wir lachen gerne viel, aber ein bisschen ernst sind wir auch. Unter keinen Umständen, niemals, never ever, schnodder, cheat egal, ob Entertainment, spaßig, streamy, giggity, gaggity, googity, solltest du das tun. Niemals. Aus folgendem Grund. Ist auch egal, welche Strecke. Wenn da jemand angefahren kommt und der fährt eine Simo Cube, Wheelbase oder irgendwas, was auch nur ansatzweise sehr viel Force Feedback mitbringt und da ordentlich Dunst drauf ist, bricht sich die Hände. Daumen, Finger, Handgelenke, was auch immer. Niemals, unter keinen Umständen, fahrt bitte so auf der Strecke. Mal ein Unfall, alles cool, kann alles passieren, aber niemals fahrt ihr rückwärts auf der Strecke anderen entgegen. Nicht mal aus Spaß. Nicht mal bei deinen Kumpels.
weil das hast du zu verantworten, dass die sich die Gräten brechen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass hier an der Stelle irgendwas passiert ist. Weil damit rechnest du nicht. Das heißt, du kannst nicht ausweichen und dass deine Pfoten und der vollen Force Feedback, in der Kurve hast du volles Force Feedback, hast du deine Pfoten am Lenkrad dran. Und du rammelst volles Cartoon in einen rein. Und vielleicht sind da die Sicherheitseinstellungen nicht da. Also bitte tut das nicht. Wenn euer Auto kaputt ist, ist euer Auto kaputt, dann drückt Escape. Drauf geschissen, Chili Gall oder fahr irgendwo an den Rand oder dreh woanders. Aber bitte tut das nicht und kommt niemals auf den Trichter, das zu tun. Das habe ich aber in meiner ganzen Lebzeit auch noch nicht gesehen, dass jemand falsch rumgefahren ist. Und ich kann Ihnen sagen, das gibt richtig lange Pause. Das gibt richtig, richtig, richtig lange Pause. Und zwar länger als das Handelsübliche, was wir normalerweise in Jutke Dizzy aussprechen. Das wird keine Pause für immer werden. Das wird ein 14-Tage-Bann und ein SR-Reset. Das heißt, da fängt jemand wieder von null. Weil dort nicht irgendwie großartig was vorliegt in der Akte. Also ist jetzt nicht so, als wenn da jemand viel auf den Deckel gekriegt hat. 14 Tage, Moment, ich kontrolliere jetzt auch extra nochmal. Also nochmal, 14 Tage gibt es auch nicht im Regelwerk. Also steht nicht drin. Aber nochmal für euch, sollte hier in irgendeiner Form noch was passieren, gibt es 28 Tage. Elo-Reset gibt es nicht, nein. Also ich lese euch das jetzt nochmal vor, dass ihr es auch hören könnt, okay? Folgenden Text erhält der Fahrer. In this situation, intentional or grossly negligent behavior is to be recognized. You drive against the direction of travel here and thus cause an accident. We don't want to see such incident here at LFM. And before raid, this is gross unsportsmanlike conduct. According to the rulebook, this is a 7-day suspension. If we see repeated such behavior, this will be punished whether or with or without accident consequences with a 28-day suspension. Das wird eine Pause. So, Galdi, bist du noch da? Ich muss das ganz kurz mal abklären, weil das wurde nämlich gestern extra nochmal besprochen. Genau, das wird 14 Tage, dann muss ich das jetzt nochmal anpassen. Weil hier steht nämlich drin, dass er 7 Tage Pause kriegt. LFM, therefore, conduct according to the rulebook, this is a 7-day suspension. If we see repeated, aber das ist ja keine 7 Tage. Okay, also normalerweise wäre es 7 Tage, er kriegt aber 14. Okay, gut. Er kriegt 14 Tage, er kriegt 14 Tage Bann und SR Reset und fängt quasi wieder von null an. Sorry, ich habe einen Termin, hast du einen. Dankeschön, Galdi, alles gut. Alles safe, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Das ist 14 Tage Pause. Und das haben wir wirklich noch niemals in LFM. LFMX Judge Dizzy gesehen. Und das ist wirklich harter Tobak. Das ist wirklich harter Tobak. Heißt SR-Reset 2,5. Wird zurückgesetzt auf Standard, ja. Ich verstehe das, aber ich muss auch sagen, mir persönlich ist das zu wenig. Der ist halt Vollgas über die ganze Situation zurückgefahren. Das ist absolut korrekt. Da haben sich gestern mehrere Menschen beraten. Alex, weil das wirklich ein sehr spezieller Fall ist. Und das ist die Entscheidung, die da getroffen wurde. Und die sollten wir so respektieren. Der steht aber auf der Abschussliste. Wenn da nochmal was vorkommt, ist der, also der kriegt richtig einen auf den Deckel. Nonstop. Der kommt nonstop, kriegt ja einen auf den Deckel. Der steht quasi auf einer ganz, ganz wilden Liste. Kam das schon mal vor? Nee. Das ist ein Fall, der wurde noch niemals, gab es diesen Fall in der ganzen Historie von LFM, dass sowas vorgekommen ist. Dafür gibt es nicht mal einen Regeleintrag. Quasi einen Zettel am Fuß, genau. Also der muss jetzt ganz, ganz lange sich beweisen, dass er, der muss sich ganz, ganz lange beweisen, dass alles tippitoppi ist bei ihm. So, meine Damen und Herren, das war die heutige Folge Judge Dizzy. Bis auf den einen Fall, den wir wieder bis zum Erbrechen tot diskutiert haben. Den gibt es ja immer. Kannst du das nochmal zeigen? Ja, kann ich dir, Zeus. Bei YouTube. Denn dort kommen die Folgen demnächst raus. Und schön, dass du dir alle Folgen angesehen hast. Vergiss doch das Abo nicht, schreib vielleicht einen Kommentar, diskutiert euch tot, nicht tot, sondern unterhaltet euch und habt Spaß. Vergesst das Video nicht zu teilen mit deinem Hamster, mit deiner Mutti, mit deiner Mama, mit deiner Tante, mit deinem Onkel, Opa, wer auch immer. Tschüss.